Herzlich willkommen zurück bei Anno 1503 in der History Edition. Mir ist gerade aufgefallen am Ende der letzten Folge, dass ich das Ding hier falsch gesetzt habe. Schande über Schande über Schande. So, guck mal hier, schick das ausschaut. Und was ich auch noch vergessen hatte, war die Teile hier zu bauen. Da und hier und da noch ein. So, dann geht es hier gleich weiter. Ach so, und die Brunnen. Ach so, ja, die Brunnen, die Brunnen, die Brunnen. Brunnen, die Brunnen. So, da einen passt schon. Dann hier 3, 1, 2, 3. So, und hier. Irgendwie so. Ja, ist ein bisschen schwierig einzuschätzen wegen dieser komischen Schräge, die da ist. Okay, dann muss hier hinten noch eine Tabakplantage hin. So. Und ein Tabakdude kommt noch hier hin und er kriegt sogar seinen eigenen Marktplatz. Soll man auch einmal sagen, ich bin ja nicht spendabel. Und nicht zu vergessen, Brunnen ist das wichtigste Gebäude in solchen Gegenden hier. Hier kommt nochmal ein Markthaus hin oder ein Kontor besser gesagt. Das kommt alles weg. 1, 2, 3. So. Da darf kein Weg fehlen. Na, ja, passt so einwandfrei. So, dann fehlt nur noch die kleine Ecke hier drüben. Und dann setzen wir gleich noch ein zweites Schiff ein, was hier Tabak von A nach B schippert. Und dann haben wir das. So, eins. Boah, wirklich, fehlt schon wieder. Stein. Lieferando, genau. Du bist Lieferando. Ja, Captain? Warum fährst du denn jetzt hier? Bin ich bescheuert? So, ist doch hier hin. Ahoi, Captain! Ach ja. Alte Gewohnheiten wird man schwer los oder irgendwie so, ne? Und ja, ich muss auch eingestehen, ich lege in diesem Teil irgendwie gerade nicht so viel Wert darauf, wie die Gebäude stehen. Ich meine, seht euch das an. Ich habe jetzt hier dafür gesorgt, dass die Teile, dass diese überdachte Seite zur Straße zeigt. Und hier steht es genau andersrum. Ja. Eigentlich würde ich sagen, das ist der Eingang zur Straße. So finde ich, sieht das aus. So wie sie hier stehen. Die stehen also alle falsch rum, genauso wie diese ganzen Häuser hier. Die ja sowieso. Also das ist ja komplett falsch. Und der steht auch falsch. Aber ich werde das jetzt nicht korrigieren. Da ist mein Ordnungsfetisch nicht groß genug. So. Denn hier. Hauptsache, die stehen so alle symmetrisch nebeneinander. Das ist das Wichtigste. Yo, shit. Passt nicht. Oh, das war scheiße gesetzt. Das war Mist. Der kommt weg. Das kommt hin. Das kommt hin. Und das kommt hin. Dann kommt das noch hin. Und das kommt hin. Dum, 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 dum. Gut, der muss jetzt eine halbe Weltreise machen, um an den hier hinten zu kommen, aber das ist ja egal. Yo!
Tabak, die zweite ist ready. Tabak, die zweite. So, und du darfst diesen ehrenvollen Auftrag unterstützen. Fährst hierhin. Fährst dann hierhin. Und fährst dann... Fährst einfach dahin. So, hier Tabak die zweite. Einmal Tabak, zweimal Tabak, dreimal Tabak, viermal Tabak. Hengstermann, einmal Nahrung, zweimal Nahrung, dreimal Nahrung und viermal Nahrung. Den Heilbronn, einmal Tabak, zweimal Tabak, dreimal Tabak und viermal Tabak. Das Ganze jetzt nochmal mit der Nahrung. So, viel Vergnügen. Dann bauen wir nochmal ein neues großes Handelsschiff. Damit wir wieder eins auf Reserve haben. Achso, warte mal. Wo ist es hin? Wo ist mein Schiff hin? Da, du bist Tabak und Nahrung die zweite. Dürfte jetzt ja zwei von der Sorte geben, ne? Nahrung und Tabak und Nahrung und Tabak. Na gut, zwei sieht man nicht mehr. Egal. Eure Flotte ist um ein stolzes Schiff reicher. Du hast dich wieder aufgeladen mit allen möglichen Krimskrams. Klamotten gehen zur Neige, ich fass es ja nicht. Pelze haben wir aber. Das heißt, ich brauche einfach nur mehr Gebäude, die damit umgehen können. Das Volk schätzt eure Regentschaft. Kleidungsschneidereien hier. Da eine hin. Perfekt, mehr geht nicht. Erstmal eine. Gut, erstmal eine. Kack, yes, 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 yes. Zwei, drei Stück. So, hier. Guck mal an. Das ist doch schick. So kann man es machen. Vor allem in der Zeit, in der das Schiff von hier nach hier fährt, haben die halt original 60 Tonnen Stoffe verbraucht, Alter. Unglaublich. Ja gut, Schmuck, da brauche ich mir aber nach wie vor keine Gedanken drum machen. Klamotten haben wir gerade festgestellt. Oh, ich sehe gerade, Gewürze werden weniger. In die Watten! Kann es sein, dass du hier nicht mehr ausreichend bist, um... Doch, doch, du reichst noch. Noch reicht er. Mir fällt auch gerade auf, du könntest deine Route etwas effektiver gestalten, wenn du nicht immer hier hinfahren würdest. Das kriegen wir hin. Dann hältst du ab sofort da an. Apfistan. Ah. Warum ist denn das leer, Mann? Leerlarm. Egal, Gewürze. 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 Los geht's. So. Dann fährst du schon mal wieder zurück. Hat 26 Tonnen dabei gehabt. Und jetzt hier laufen alle los, um was zu kaufen. Und jetzt... Ist es
ist leer. Nahrung steigt aber wieder, das finde ich sehr gut. Tabak ist auch über 200 Tonnen, das ist ebenfalls sehr, sehr gut. Also eigentlich alles, was über 200 Tonnen ist, spricht dafür, dass es steigt. Oder dass es zumindest noch in einem vertretbaren Rahmen ist. So. Sieht es hier eigentlich aus? 70%, 60%. Da frage ich mich jetzt, ist das so effektiv oder sollte ich lieber... weniger Gebäude bauen, die aber dann effektiver sind. Aber ich denke mir, wenn ich das so habe, habe ich jetzt ein Gebäude mit 60 oder drei mit 60% oder zwei mit 100%. Das ist halt die Frage. Wobei 100% haben die ja eigentlich nie. Also auch wenn sie nahezu optimal gebaut sind. Machen wir mal hier ein bisschen Frucht auf die Insel. Ja, gut. Captain! Was wir auch noch machen können, sehe ich gerade hier so. Ja, das ist doch viel besser jetzt schon mal. Okay, der ist jetzt natürlich auch ein bisschen kacke hier, weil da die Hälfte verkammelt ist, wenn ich ihn hier anklicke. Jetzt sind wir auch bei 60%. 70%. 70%. Die Einwohner eures Reiches verehren euch. Ein Denkmal soll eure Stadt zieren. Das ist schön, aber ich denke, das kann noch einen Moment warten mit dem Denkmal. So, hier, eins. Ja, ich denke, wir können es so machen. Ich denke, das ist mit am effektivsten, oder? Ja, das wird schon passen. So, dann hier 1, 2, 3 weg. Hier ein hin. Da ein hin. Der geht da ganz gut zwischen. Da ein. Da ein. Und da ein. So. 1, 2, 3. Mal kurz hier mal zur Orientierung die zumindest hinpflanzen. So. Dum, da, dum, 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 da, dum, 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 dum. So, und theoretisch, aufgrund dieser geilen Mechaniken von diesem Game, dürfte das hier möglich sein. Die Einwohner sind zufrieden mit euch. Das ist die Frage, ob ich das... Nee, das ist völliger Scheiß, das so zu bauen. Ich würde diese Plantage hier nur noch viel ineffektiver. Also wenn ich sowieso nicht umhin kommen würde, den Weg dann zu bauen, dann wäre es effektiv, aber so ist ja völliger Quatsch. Jo. Zwei, drei, vier. Setzen wir aber mal hin, gucken, wie es am Ende sich einfügt und passt. Erstmal hier die ganzen Bäume weg, weil die nerven. Ich glaube, es würde sogar mehr Sinn machen, oder ergeben besser gesagt, hier ein Kontor hinzusetzen. So. Ja, zufälligerweise genau im richtigen Abstand gesetzt. So.
hast. Schief wackelt hat Luft. So muss es sein. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Das war scheiße. Ist das das Nashorn da oder was macht das hier für komische Geräusche alles? So, das. Und das. Ah, damn. Das hätte das bei dem gepasst, aber bei dem jetzt hier nicht mehr. Also will ich hier nur... Nee, warte mal. Also weil ich den mit dem... Ah, hier, da ist das dazwischen. Da hätte ich es hier und hier hinsetzen müssen. Na ja, gut. Da ist okay. Hier ist okay. Da. Und da. Da. So. Das funktioniert. Und das funktioniert. Ebenso funktioniert das, das und das. Und das und das. Badabam. Ja, Captain? Ja, Captain? Jawohl, mein König! Schönen Steinvorplatz. Guck mal. Einwandfrei. Also hier Stein, da Stein. Überall schöne Steinwege hin. Hier Würze. Ach komm. So, Marktplatz oder Kontor oder however you want to call this building. 1, 2, oh, scheiße, jetzt baue ich die ja schon wieder schief. Also ja, bei denen macht sogar Sinn, die richtig zu setzen, wegen dem Weg. 7, 8. So. Jetzt soll's aber reichen, ja. Meine Fresse. Warum bist denn du noch nicht zurückgefahren? Was soll denn der Scheiß? Gib mal ein bisschen Gasgummikette hier, Alter. Ahoi, ihr Landratten.
Was wir auch mal eigentlich mal machen könnten, wäre hier vielleicht mal einen neuen Marktplatz-Kontor, was auch immer, hier hinsetzen. Finde ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und das da. Hier geht's weiter, da geht's weiter, hier geht noch was. Ja, meinetwegen. Das kostet ja nichts, die hier hinzusetzen. 4. So, hier noch. Ach, guck mal, wie schön das hier passt. So, hier noch. Und hier können wir das eigentlich so. Ja, doch, müssen wir so machen. So. Ba-ba. Ba-ba. Da-da. Da. Da-da-da. So. Dann den Weg. Tada! Hoppala. Ja. Wir finden ja auch die Brunnen. So. So. Da noch ein. Hier ein, da ein, und da fehlen schon wieder die Ressourcen, ey, das gibt es doch nicht. So viel verdammte Steine, die ich hier verbrauche, es ist so, geht auf keine Kuhhaut drauf. Wieder einmal alles abladen. So. Machen wir es so, weil es gibt doch mehr Sinn. Ich habe da nicht richtig nachgedenkt. Ich meine, die Grundüberlegung war schon richtig, ja, aber trotzdem unnötig. So, die Einwohner sind sehr zufrieden. Hier noch ein. Eurer Herrschaft. So, hier noch was und hier noch was. Das war natürlich ganz wichtig auch, dass wir hier irgendwie mal eine Verbindung herstellen. Ansonsten wird das alles nichts. Ja, okay, das machen wir nicht. Das ist komplett useless. Da kommt ja einfach so ein super mega Verladeplatz, Steinplatz, was auch immer hin. Hier, guckt ihr an, das wird der Hafen Nummer 1. Und natürlich kriegt ihr auch euer Gemüse hier, was ihr anpflanzen könnt. Also ja, und die Brunnen. Die Brunnen kriegt ihr natürlich auch. So, da ein hin und hier ein hin. Und ist ja doof. Kommt doch gar nicht dran da. Das simuliert doch nicht. Tada! Gut,
da kommt er dran. Perfekt. Dann ist diese Insel auch maximal ausgenutzt in Bezug auf Gewürz. Oh, da habe ich Wege vergessen. Das ist natürlich nicht so klug. Ja. Posch, denke ich mal. 250 Tonnen Gewürz. Warum lädst du die Gewürze hier nicht aus? Deswegen. So einer bist du also. Ich verstehe. Ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Gut, dann ist die Insel auch voll. Dann haben wir jetzt 1, 2, 3, 4 Inseln, 5 Inseln komplett gefüllt mit irgendwelchen Produktionsgebäuden für nicht mal eine große. Klamotten steigen aber wieder, das ist auch schön. Das freut mich zu sehen. Können wir da noch irgendwas anderes mit verbinden? Ja, die Alkohol. Oder die Tabakrute hier, genau. Die könnte das doch bestimmt mit verkraften, hier nochmal einen Zwischenstopp einzulegen. So. Hier lädst du erstmal ganz viel Tabak. Ah, doch, passt schon. So. Und dann. Nein. Lädst du hier bitte Gewürze, 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 Gewürze aus. Dann bist du nicht mehr Tabak 1, sondern Tabak und Gewürze. 1. Die Einwohner sind sehr zufrieden mit eurer Herrschaft. Und dann kannst du nämlich auch in Tabakistan, ich meine, tut der ja keinen Bruch ab, da einfach mehr einzuladen. So. Jetzt muss ich mal mich über meinen eigenen Geiz beschweren, oder wahrscheinlich ist das noch aus den Anfangszeiten hier. Aber das, weißt du, auf allen anderen Inseln stehen ja diese super fetten Marktplätze, ja, und hier sind noch zwei von diesen ganz popelig kleinen da, das nicht, dass es irgendeinen Unterschied machen würde, da jetzt so einen Teil hinzusetzen, aber es sieht schöner aus. Und dann können wir eigentlich mal hier so ein bisschen das als Warendepot benutzen. Ein bisschen was dahin lagern, so. Passt schon, so. Ich meine, hier haben wir sowieso viel zu viel von allem, also das wird hier nicht so sehr auffallen. Dann würde ich vorschlagen, reißen wir die Feuerwehren weg. Die brauchen wir nicht mehr. Vorerst. Ich werde wieder welche bauen, aber jetzt nicht mehr hier. Wir können ein Denkmal bauen. Und wir haben wir hier noch irgendwo Platz für eins, ein kleines Denkmälchen? Nicht? Hier haben wir auch schon alles ausgegeben an Platz. Da passt noch eins. Oh, guck mal hier, schön. Das ist doch fein. Nee, eine Hecke, die sieht man da, glaube ich, nicht so gut. Da können wir vielleicht, ja, so ein Ding hinsetzen. So. Sieht man zwar alles nicht so richtig, aber hier haben wir dann noch zwei Denkmalplätze und dann müssen wir mal irgendwo gucken, wo wir noch welche hinsetzen können. Da müssen wir wieder improvisieren. Aber ich muss sagen, das sieht echt ziemlich nice aus mit diesem einfachen Grünstreifen, der sich hier einmal durchschlängelt.
Also, ich find's gut. Hier können wir noch was machen. Vor allem können wir hier bestimmt auch noch ein paar Fische hinsetzen. Hier ist noch ein bisschen Platz. Da ist noch ein bisschen Platz. So. Ja, guck mal, haben wir hier doch ein bisschen Platz gemacht für neue Denkmäler. Und für neue Fischhütten. Wer seine Mitmenschen achtet, wird selbst geachtet. Ihr verdient ein Denkmal. Gut. Wo wir gerade davon gesprochen haben, ne? Hatte ich hier nicht noch irgendwo ganz viele Obelisken hingesetzt? Huch. Ach, da drüben. Mich deucht, die Jungs waren ein bisschen unzufrieden. Mal nicht so anstellen. Ja, weißt du, da haben die mal 2 Tage lang nichts zu essen, reißen dann gleich ihre Hütte ab, damit sie auf der Straße auch noch sitzen, weißt du? Da haben sie es noch nicht mal mehr warm unter dem Arsch. Naja. Immerhin zünden sie ihre Hütten nicht an. Genau, hier der geile Stadtpark. Und dann würde ich mal gucken, dass wir hier drüben vielleicht noch hier so auf die Ecke ein Theater setzen. Zusammen mit einer Kirche und ein Badehaus haben wir hier noch. Das dürfte da noch reichen. Hier müsste dann das nächste Badehaus hin. Gucken wir mal erstmal, wie weit. Für hier hinten werden wir auch keine mehr hinbekommen, ne? Weiß ich nicht, ob die klug genug sind, um darüber zu marschieren. Ich würde vorschlagen, wir machen es mal so. Alter! 300 Dezibel laut hier, ey. Holy shit. So, 1, 2, 3, 4. Hier kommt die Straße hin. Hier kommt das Ding hin. Ah ja, der feine Pöbel. Genau, der kommt nämlich an gar nichts ran, außer ans Schwimmbad. Und hier an den ganzen Schmuck und den ganzen Scheiß. Der kommt auch noch an den ganzen Schmuck und den Müll. Was wollten sie haben? Hier so ein Zumkack-Ding. Kriegen wir das? Ja, hier so schön in die Ecke gezwängt. Ein Theater. Ja, Theater, das ist so eine Sache, ne? Egal wie ich es hinsetze, es steht eigentlich immer Kacke. So, Theater. Da haben wir hier noch eine Kapelle. So.
Umstrukturierung. So. Und hier kriegen wir noch eins hin. Der kommt dann zwar nicht mehr an den Markt da vorne ran, aber das ist jetzt auch nicht so wild, denn wir machen hier vorne einfach direkt vor die Haustür einen neuen Markt. Wieso habe ich denn so wenig Stein hier? Also bitte. Einmal das Ding. Nee, Lampenöl kriegen sie nicht. Klamotten wollen sie haben. Und Schmuck. Badehaus, da kommt er auch nicht dran. Sind das alles Larrys? Aber das Badehaus, das kommt hier vorne hin, weil das brauchen ja die anderen Leute auch. Die normalen Durchschnittsleute. Die, die nichts haben in ihrem Leben. Die den Prunk eines Adligen nicht nachvollziehen können. Dieser Pöbel, der sich beschwert, wenn er nichts zu essen hat. Ja, nichts zu essen haben. Das ist ein Luxus, den ich mir nicht leisten kann. Natürlich muss es hier werden. So, passt. Badehaus. Das ist ein Badehaus. Guck mal hier, wunderschöner Teich, den sie haben. Nee, Badehaus. So. Also ein bisschen muss es zumindest passen. Zumindest ein bisschen muss es passen. So. Wenn ich jetzt hier das so mache, dann passt es so. Dann kommt ihr hier wieder weg. Habt ihr das gesehen? Ich hab's hingesetzt. Hier, bam, dran gesetzt. Oh, wollt's abreißen? Da hat's schon gebrannt. Da hat es schon gebrannt. Ich. Ich versteh's nicht. Wie ein Haus so derartig schnell anfangen kann zu brennen. So, ich habe keine Steine. Hier vorne macht sich übrigens noch ein paar ganz wunderbare Denkmäler, würde ich meinen. So, fehlt euch jetzt hier eigentlich irgendwas? Kommt ihr ins Badehaus da oben ran? Kommt der an das Badehaus ran? Das sind so Fragen. Das weiß ich nicht. Kommt der hin? Läuft er jetzt hier rum? Läuft er da hin? Läuft er hier rüber? Ab ins Badehaus. Geil. Geil, Leute. Geil. Pavillon kriegen sie auch alle. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ja, guck mal. Wissen das überhaupt, wer da gerade hinläuft? Was ist das? Ist das eine Frau? Oder ist das ein Typ mit dem Turban oder so? Nee, das sieht aber aus wie eine Frau. Ja, das ist bestimmt eine Frau. Auch. Manchmal kann man das nicht so richtig erkennen. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, das ist eine Frau. Männer baden sich ja grundsätzlich nicht, ne? Das ist ja. So. Stimmt. Hier kann ich bauen. Das dürfte auch passen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich muss sowieso hier eine hinsetzen, weil die Leute ja alle dumm sind. Und auch noch ganz wichtig, hier hinten passt noch ein Obelisk hin. Bam. So. Bloß kein bisschen grün. Puh, warte mal, ich könnte doch hier auch Wald hinsetzen. Das könnte auch nicht schlecht aussehen. Eventuell sieht es gut aus, eventuell aber nur. So, das ist aber auf jeden Fall ein Must-Have hier. So, der Hafenbereich. So. Das lassen wir mal gerade alles so, wie es ist. Aristokratenhäuser. So. Hm.
Pass auf, wenn das sowieso nicht passt hier, so wie ich das gerade festgestellt habe, dann machen wir das so. Hier, ein bisschen zur Straße ruhig. Hier kommt... Oh ne, das will ich nicht. Das will... Ich hasse diese Gebäude, ey. Die sehen am beschissensten aus. Ich will doch hier mal einfach mal ein anderes haben. Hier, sowas. So, oder ich reiße den Weg da weg. Och, weißt du was? Da gibt es ja halt keinen Verbindungsweg. So, weißt du? Einfach nur, damit wir hier... Also, weißt du, entweder ein bisschen Deko oder ein Haus hinsetzen. Da verstehe ich die Frage jetzt nicht. Es würde ja sogar passen, wenn wir hier den Weg dann lang ziehen. Nochmal 1, 2, 3, 4. Dann ziehen wir hier den nächsten Weg längs. So. 1, 2, 3, 4. Dann haben wir hier halt einen gedoppelten Weg. Ja. Jetzt bin ich besoffen. 1, 2, 3, 4. Hier, das. So müsste das dann sein. Dann können wir... Will ich das alles ein Stückchen weiter einrücken? Oder will ich das vielleicht doch lieber so machen? Wenn ich einrücke, habe ich ein bisschen mehr Platz gespart. Und dann hätte ich ja hier diesen komischen Knick drin. Aber das Badehaus verbraucht sowieso zu viel Platz. Also mindestens das Badehaus muss ich einrücken. So. Das Badehaus. Damit das hier zumindest passt mit den Häusern, die ich dann von hier rüberziehe. So. Ich baue jetzt einfach mal die Aristokraten hier hin und lass mich mal überraschen, ob sie stehen bleiben. So. Stehne. Hier hätte ich tatsächlich gerne diese... Verdammt, das steht falsch. Ah, guck mal, der war schon mal unzufrieden. Aber warum? Also, warte mal, ein Pavillon brauchen die hier noch, ne? Die haben kein Pavillon. Wir haben kein Pavillon. Mein Leben ergibt keinen Sinn mehr. Ich muss es beenden. Ohne Pavillon, was hat dann das Leben noch für mich zu bieten, wenn ich mich nicht mehr frei entfalten kann? So, viel Spaß. Ba-ba-dam. Ja. Ich finde, die haben so ein bisschen was von der Speicherstadt, diese Gebäude. Deswegen hätte ich die gerne hier gebaut. Versteht ihr, wie ich meine? Die sehen so ein bisschen pompös aus. So, gebe er mir noch ein paar Steine. So, und hier hinten kann dann was auch immer hier hin soll. Ist mir auch völligst Rille. Da würde ich... Ja, doch, da bietet sich so ein Haus an hier so. Wenn es um die Ecke geht, so, ne, das ist schick. Wie sieht es denn hier aus? Er hat sogar zwei Kapellen, wo er hinlaufen kann, ey. Eigentlich könnte die Kapelle ein bisschen anders gesetzt sein, aber nee, jetzt steht es so und jetzt bleibt es so. Die kommen ja alle noch ans Theater ran. Das Volk setzt euch ein Denkmal.
Gucken wir mal, ob der hier auch noch ans Theater rankommt. Wenn ja, ist gut. Wenn nicht, dann nicht. Warte mal, da sehe ich doch eine freie Fläche. Da kommt das Denkmal hin. Ha. Konnt in der Stadt untergebracht, das Denkmal. Nee, warte. Da sieht man doch ja fast gar nicht, dass hier eigentlich das gar nicht durchgeht. Da ist der Obelisk, ja, schön. Gucken wir mal, ob der ans Theater rankommt. Aber was denen auf jeden Fall fehlt, ist hier so ein Schmuckstand und so ein Scheiß. Ja, pass mal auf, dann wird das bisschen Grünfläche, was jetzt hier verblieben ist, wird auch noch entfernt für Schmuck, Kleidung, sowas Unsinniges, was eigentlich völlig dumm ist. Ja, so ein geiler Nahrungsstand. Hier so ein Fischstand, weißt du? So direkt am Meer, hier so ein geiler Fischstand. So muss es sein. Seht und staunet über meine prallen Melonen. Ja, der war so gut, dass da direkt die Menschen sterben, der Witz. Seht und staunt über meine prallen Melonen. Na gut, mit dem Witz will ich dann auch die Folge beenden. Ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt noch einen schönen Tag und gehabt euch wohl, wertes Volk.